Bielefeld. In der Innenstadt machen die City-Detektive Eugen und Fadi im Auftrag von 40 Einzelhändlern Jagd auf Laden- und Taschendiebe. Die Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäftes meldet Eugen, dass ein verdächtiger Mann wohl etwas entwendet hat. Wir haben einen Hinweis bekommen aus dem Geschäft, da ist wohl eine Tasche weggekommen. Es gab eine Personenbeschreibung und die normale Vorgehensweise von uns, wir informieren die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter in allen Filialen, weil es gibt ja mehrere Filialen auch von diesem Bekleidungsgeschäft, dass sie überall die Personenbeschreibung durchgeben, falls er da noch mal reinkommen soll, oder dass die uns sofort informieren. Und tatsächlich, eine halbe Stunde später hat ein Verkäufer dank der Personenbeschreibung den gesuchten Mann wiedererkannt. Alles klar, ich komme da hin. Ja, ciao. Die beiden Detektive beziehen sofort Stellung. Siehst du ihn? Ja, ja. Jetzt kann ich den, ja, ich sehe den. Der hat... Ist er das? Ein Grün, ja, was weiß ich, ich habe ihn nicht gesehen. Also Personenbeschreibung würde passen. Ja gut, okay. Alles klar. Ciao. So, Person ist südländisch, hat eine schwarze Mütze auf, einen grünen Parker, blaue Jeans und eine Tasche. Wahrscheinlich die Tasche, die sie uns eben entwendet haben. Nach einer Viertelstunde verlässt die Zielperson das Geschäft. Sofort nehmen Fadi und Eugen die Verfolgung auf. Guten Tag, die City-Schreife in Bielefeld. Wir haben ein paar Fragen. Bleiben Sie mal locker. Kommen Sie gerade mit. Einen Moment. Der Verdächtige ist von der Ansprache überrascht. Die Detektive brauchen als erstes seine Personalien zur Überprüfung. Ausweis ist dabei? Gut. Ja, alles klar. Wo ist der? Hier links oben in der Tasche. Lass uns mal mitnehmen. Wir nehmen den mal mit. Fahren mal um die Ecke. Kommen Sie mal mit. Die Detektive wollen den Mann nicht auf offener Straße durchsuchen und bringen ihn in einen Hinterhof. So, einmal Ausweis bitte. Hier links oben in der Tasche. Wo? Links oben in der Tasche. Ja, gib her. Er ist ruhig, er ist ruhig. Haben Sie schon öfters geklaut? Nein. Erste Mal? Ja. Aha. Es kommt noch weitere Beute ans Tageslicht. Anscheinend hat er auch im zweiten Geschäft nicht bezahlt. Ja, wir haben hier eine ganze Menge Sachen. Wir gucken gleich. Momentan müssen wir den erstmal sichern, überprüfen. Den Rest machen wir später. Fadi überprüft die Personalien bei der Polizei und das Ergebnis verwundert die beiden Detektive nicht besonders. Ja, er ist schon bekannt, aber wird nicht gesucht oder so. Es gibt zwei Anzeigen. Sie haben zwei verschiedenen Geschäften geklaut. Richtig? Ja. Gut, die Anzeigen kommen jetzt. Hausverbot für beide Geschäfte. Ja. Und halten Sie sich bitte dran. So, und heute möchte ich Sie nicht mehr sehen. Also Sie haben ja eine ganze Menge Ware hier mitgenommen. Soweit ich weiß, ist die Tasche auch geklaut, aber wir werden das gleich überprüfen. Wir müssen gucken, was zu welchem Geschäft gehört. Das müssen wir jetzt mal gucken. Hausverbot schon gegeben? Ja, weiß Bescheid, ja. Okay, alles klar. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Sie dürfen gehen. Auf Wiedersehen. In die Richtung. Es gibt auch keinen Grund, den Tatverdächtigen weiterhin festzuhalten. Wichtig ist für uns, dass wir ihm das Hausverbot aussprechen. Ihm mitteilen, dass er eine Anzeige bekommt, wegen Diebstahl. Eine Tasche und mehrere Oberteile hat der Mann entwendet. Besonders clever ist er dabei nicht vorgegangen. Ja, das ist ein Preisetikett von dieser Tasche. Er hat die Tasche dann ja auch mitgenommen, abgerissen und reingelegt. Das gehört. Das kann man hier, steht auch Tasche drin. 60 Euro kostet 59,99. Etiketten hat er abgerissen nur von dieser Tasche. Ist ja auch klar, damit die nach außen nicht aussieht, dass das ein Preisetikett. Keiner läuft mit der Tasche mit dem Preisetikett. Aber die andere Ware war noch mit Preisetiketten. Der Warenwert der Beute kann sich sehen lassen. Allein die Tasche fast 200. Allein die Tasche kostet 60 Euro. Ja, 150 vielleicht. Wir müssen jetzt mal ermitteln, welches Geschäft was bekommt. Ich weiß ja nicht, das müssen wir jetzt mal gleich mit Mitarbeiterin sprechen. Dem Mann droht jetzt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Schlechtes Wetter in Bielefeld. Das ist den Dieben allerdings egal. Und schon macht sich ein Kunde bei den Verkäufern eines Sportartikelgeschäfts verdächtig. Eugen legt sich sofort auf die Lauer. Ja, Eugen? Geht der Richtung Ausgang oder wo ist der? Ah, okay. Soll ich dranbleiben? Eugen hat mich jetzt hier hinbestellt, weil er einen Jugendlichen hat, den er dabei beobachtet hat, wie er einen Basecap genommen hat.
und damit in die Kabine gegangen ist. Und als er den Kabinenbereich verlassen hat, hatte er das Basecap auch nicht mehr in der Hand und in der Kabine liegt es auch nicht mehr. Und jetzt observieren wir jetzt erstmal weiter, gucken, was er vorhat. Fadi hat eine Personenbeschreibung von Eugen bekommen. Sobald der junge Mann das Geschäft verlässt, schnappt die Falle zu. Ja, Eugen? Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Er kommt. Ja, er kommt. Ja. Der junge Mann hat keine Ahnung, dass er ins Visier der Detektive geraten ist und ist entsprechend überrascht, als Fadi und Eugen ihn ansprechen. Hi, Citystreife, wir müssen uns mal unterhalten. Komm mal bitte mit. Komm mal bitte mitkommen. Was ist denn los? Bleib mal. Stopp. Wegrennen bringt nichts. Junger Mann. Ich sage, wegrennen bringt nichts. Erzähl ich dir gleich. Hallo. Ja, da ist es. Ja, siehst du, nimm mal bitte. Komm mal her. Gib mal einen Kollegen bitte. Komm mal her. Kollegen bitte abgeben. Mach keine Dummheit. Ne? Lass mal deine Hände bitte frei. Nimm mal dein Handy hier raus. Hände raus. Hast du einen Ausweis mit? Gib mal deinen Ausweis einmal. Hast du? Ja. Geh mal her. Lass mal dahin, da regnet es wenig. Ein geklautes Fünferpack Socken hat der junge Mann bereits freiwillig herausgegeben. Fehlt noch das Basecap, dessen Diebstahl Eugen eindeutig beobachtet hat. Rucksack möchte ich gerne haben. Aber noch nicht lange 18, ne? Ja. Kann man aufmachen. Ja, das habe ich gesehen. Was noch? Noch was? Nein. Davor hast du auch gesagt nichts. Aufmachen. Ja, hier. Warum sagst du immer nein? Ja, weiß. Ja, jetzt auch nicht, ne? Rucksack vielleicht auch schon gezockt, nein, ne? Nein. Wir spazierten heutzutage mit leeren Rucksack, wenn man nichts Böses vorhast, ne? Wir machen sowas. Die Beute, ein Ball, Socken und eine Baseballmütze. Fadi sichert die persönlichen Daten des 18-Jährigen und überprüft sie bei der Polizei. Er hat sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Gibst du den Diebstahl zu? Ja. Wenn nicht, bringe ich dich hier zur Wache, zur Polizeiwache. Dann klären wir das. Das waren doch nur ein paar Sachen jetzt. Ja, was heißt ein paar Sachen? Das ist ja, ja, hat dir deine Mama nicht gesagt, du sollst nicht klauen? Man darf nichts Fremdes nehmen? Ja. Hä? Hast du ihn aufgeklärt wegen Hausverbot und so? Nee, noch nicht. Also du hast jetzt ab sofort ein Hausverbot bei dieser Filiale, wo du gerade drin warst? Ja. Alles klar, gut. Dann einmal in die Richtung, bitte. Okay. Tschüss. Das hat sich halt eigentlich für ihn jetzt nicht gelohnt. Der Warenwert war knapp 30 Euro, aber gut, wir wissen ja nicht, wofür er die Sachen gebraucht hat. Der junge Mann ist entlassen. Jetzt hat er Ärger mit der Staatsanwaltschaft. Auch ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Zurück in der Fußgängerzone. Mitarbeiter eines Drogeriegeschäfts brauchen Unterstützung. Es geht um zwei verdächtige Frauen. Fadi und Eugen nehmen die Verfolgung auf.